Die Aufgaben und Pflichten des Betriebsrats. Tag zusammen. Montag, 2. September 2019, Tag 1 nach der Landtagswahl in Brandenburg und in Sachsen. Da wird es mal langsam Zeit, auch mit Blick auf dieses Wahlergebnis, sich mal Gedanken zu machen, welche Pflichten hat eigentlich der Betriebsrat? Die erste Pflicht des Betriebsrats ist eigentlich eine ganz banale, nämlich einfach Betriebsratsarbeit machen, sprich in die Sitzungen gehen, bei den Betriebsversammlungen erscheinen. Wenn Kolleginnen oder Kollegen der Meinung sind, ich brauche jetzt mal ein Gespräch mit dem Betriebsrat oder mit einem Betriebsratsmitglied, das auch entgegenzunehmen, Anregungen entgegenzunehmen aus der Belegschaft und die umzusetzen und gegebenenfalls in Betriebsvereinbarungen zu gießen. Klingt alles total banal, aber die Praxis sieht da mitunter anders aus. Es gibt da immer wieder Vögel, die sind der Meinung, ja, ich bin zwar gewählt, aber Sitzung habe ich jetzt nicht so die Lust zu. Und liebe Betriebsräte, auch die Geschichte mit den Betriebsversammlungen. Ne? Das Gesetz sieht vor, eine Betriebsversammlung pro Quartal. Und da gibt es überhaupt keine Möglichkeit, großartig von abzuweichen. Einmal im Quartal heißt einmal im Quartal und auch nicht alle viermal im Jahr oder sowas. Nein, das Ding hat ja auch den Sinn, nicht nur die Stimmung und Anregungen aus der Belegschaft entgegenzunehmen, sondern, und das ist vor allen Dingen wichtig, Rechenschaft darüber abzulegen, was haben wir eigentlich so in den letzten circa 3 Monaten als Betriebsrat so gemacht für euch, Belegschaft. Und ich habe durchaus schon Betriebsräte erlebt, die haben mir gesagt, was soll ich denn irgendwie so alle 3 Monate da erzählen? Und da kann ich nur sagen, wer das nicht schafft, der macht keine Betriebsratsarbeit, ganz ehrlich. Ansonsten Verschwiegenheitspflicht natürlich, ganz klar. Der Betriebsrat hat insbesondere bei Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen, das findet sich in § 79 Betriebsverfassungsgesetz, und bei persönlichen Angelegenheiten, insbesondere persönlichen Daten, Stillschweigen zu bewahren. Man stelle sich vor, ihr kriegt eine Anhörung zur Kündigung des Meier. Dem Meier wird vorgeworfen, sexuelle Belästigung gegenüber Müllers Nies. Na, auf der Weihnachtsfeier, wir hatten es ja schon mal, ne? Da habt ihr die da, Müllers Nies aus der Buchhaltung, die Kleine. Ne? Und das wird ihm jetzt vorgeworfen, deswegen soll er fristlos gekündigt werden, unter uns gesagt zu Recht. Und dann geht ihr in der Betriebsversammlung her und sagt, ja, also der Meier, ne? Da haben wir eine Anhörung gekriegt. Dem wurde vorgeworfen, dass der Müllers Nies ein bisschen angegrabbelt hätte. Ne? Und deswegen sollte er gekündigt werden, haben wir aber auch sofort zugestimmt. Nein, das geht natürlich nicht. Die weiteren Aufgaben oder die wichtigsten Aufgaben und Pflichten des Betriebsrates ergeben sich aus § 80 Betriebsverfassungsgesetz in Verbindung mit § 75 Betriebsverfassungsgesetz. Und da möchte ich jetzt nur mal auf die wichtigsten kurz eingehen. Wichtigste Aufgabe des Betriebsrates ist tatsächlich darüber zu wachen, dass Gesetze, Tarifverträge, Betriebsvereinbarungen und solche Sachen auch eingehalten werden. Das ist jetzt wenig überraschend, das ist die Hauptaufgabe des Betriebsrats. Dann soll nach dem Gesetz der Betriebsrat auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf im Betrieb fördern, Maßnahmen beantragen, die der Belegschaft dienen, die Jugend- und Auszubildendenvertretung fördern, die Wahl durchführen, mit einbinden, die Integration älterer Arbeitnehmer im Betrieb fördern und auf den Umwelt- und Arbeitsschutz achten. Gleiches gilt für die Förderung schwerbehinderter Arbeitnehmer im Betrieb und die ganze Umsetzung nach dem Sozialgesetzbuch Nummer 9. Das ist auch originäre Aufgabe des Betriebsrates in Zusammenarbeit, gegebenenfalls, wenn vorhanden, mit der Schwerbehindertenvertretung. Tja, und jetzt fragt ihr euch, was hat das Ganze jetzt eigentlich mit der Wahl zu tun? Kann ich euch sagen, es gibt nämlich noch mehr Aufgaben und vor allem Pflichten des Betriebsrates. Und dazu gehört unter anderem auch die Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau. Da kann mancher schon Schwierigkeiten kriegen, wenn ich mir das Wahlergebnis so angucke. Die Förderung der Integration ausländischer Arbeitnehmer gehört auch dazu. Und letztlich geht § 75 Betriebsverfassungsgesetz sogar noch weiter. Und das muss ich jetzt tatsächlich mal kurz ablesen. Ich bitte, das zu entschuldigen. Da heißt es nämlich wörtlich: Arbeitgeber und Betriebsrat haben darüber zu wachen, dass alle im Betrieb tätigen Personen nach den Grundsätzen von Recht und Billigkeit behandelt werden, so weit, so unspektakulär. Insbesondere, dass jede Benachteiligung von Personen, und jetzt kommt's,
aus Gründen ihrer Rasse oder wegen ihrer ethnischen Herkunft, ihrer Abstammung oder sonstigen Herkunft, ihrer Nationalität, ihrer Religion oder Weltanschauung, ihrer Behinderung, ihres Alters, ihrer politischen oder gewerkschaftlichen Betätigung oder Einstellung oder wegen ihres Geschlechts oder ihrer sexuellen Identität unterbleibt. Und das ist ein Pfund. Und wenn ich mir diese Voraussetzung angucke und wenn ich mir diese allgemeine Aufgabe des Betriebsrats angucke, da kriegt so mancher, der der Programmatik der sogenannten Alternative für Deutschland nahesteht, schon seine Schwierigkeiten. Weil dann muss der auch dafür sorgen, dass zum Beispiel Schwule nicht benachteiligt werden oder Muslime, Juden oder sonst irgendwas. Dass Leute, völlig egal welche Hautfarbe sie haben, genauso behandelt werden wie alle anderen. Und es ist auch völlig egal, welchen Pass die Leute haben. Weil ganz unter uns, Deutscher ist nicht der, der eine weiße Hautfarbe hat und der mindestens fünfte Generation Deutsch ist, sondern Deutsch ist derjenige, der die deutsche Staatsangehörigkeit hat, unabhängig von Religion, Hautfarbe oder sonst irgendwas. Und wenn ich mir angucke, wie viele Leute in Sachsen und in Brandenburg und höchstwahrscheinlich demnächst auch in Thüringen derart abgestimmt haben, dass das nicht kompatibel ist, wenn man es mal genau nimmt, streichen wir mal die vielen Protestwähler da raus, bleiben immer noch genug, die wirklich der Ansicht sind, dass ausländische Mitarbeiter möglicherweise anders zu behandeln sind als Deutsche oder dunkelhäutige Mitarbeiter sind anders zu behandeln. Schwule Frauen sind möglicherweise weniger wert. So denken ja manche von diesen Leuten. Das kann passieren, dass Menschen so denken. Das kann ich nicht verhindern. Aber man muss sich dann überlegen, wenn ich so eine Haltung habe, bin ich geeignet, ein Betriebsratsamt zu übernehmen oder nicht? Jetzt kann mir das natürlich passieren, ich kriege das getrennt. Aber dann bin ich ja vielleicht nicht mehr kompatibel zur AfD, weil dann mache ich meine Betriebsratsarbeit, so wie das Gesetz es will. Aber das haut dann wieder ideologisch-politisch mit der sogenannten Alternative für Deutschland nicht hin. Muss man sich überlegen. Und was passiert, wenn man diese ganzen Regeln jetzt nicht einhält? Im Extremfall, bei groben Pflichtverstößen, kann einem die Amtsenthebung drohen. Oder wenn der gesamte Betriebsrat sich nicht dran hält, weil er keine Betriebsratsarbeit macht oder ähnliches, dann kann da auch der gesamte Betriebsrat des Amtes enthoben werden. Da ist die Hürde natürlich sehr hoch, ne? Das geht nicht von jetzt auf gleich und auch nicht wegen kleinerer Verstöße. Jetzt kann es einem aber auch mal passieren, dass keiner aus dem Betriebsrat, sondern einer aus der Belegschaft, so dass mit der Gleichberechtigung von Mann und Frau und möglicherweise das Verbot sexueller Belästigung und vielleicht auch irgendwie die Gleichbehandlung von dunkelhäutigeren Kolleginnen oder Kollegen oder muslimischen oder jüdischen oder keine Ahnung was, Spaghetti-Monster, der es nicht so toll findet, der das totale Moppelkotze findet, dass die dieselben Rechte haben wie wir alle anderen auch. Wenn der das nur denkt, ist alles okay, passiert nichts weiter. Aber was ist, wenn der das auch noch kundtut? Im Falle von Betriebsräten ist es tatsächlich so, es gab mal einen Fall bei Daimler-Benz vor 2 oder 3 Jahren, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat da ein Betriebsratsmitglied per Twitter Fuck Charlie Hebdo von sich gegeben. Ja, der wurde des Amtes enthoben. Und zwar vollkommen zu Recht. Jetzt gibt es das auch, dass Leute durch die Gegend rennen und sagen, Ausländer sind doof. Muslime sind doof. Juden sind doof, die Spaghetti-Monster-Leute sind doof. Ich hatte mal einen Betriebsrat zu betreuen. Da war ein Vorgesetzter, der lief wirklich durch die Gegend und hat die für ihn muslimischen, also die türkischen, da soll es ja auch Christen geben, aber egal, ne? Kollegen doch immer wieder mal so vermeintlich scherzhaft gefragt, sag mal, wo hast du eigentlich deinen Teppich geparkt? Hast du heute schon an der Flasche gestrichen, damit dein Genie vorauskommt? Die heute Betriebsratsvorsitzende, damals noch nicht, ihres Zeichen Jüdin, hat er regelmäßig gefragt, ob sie ihre Gasrechnung schon bezahlt hat. Und der fand das unheimlich komisch. Und liebe Leute, sowas ist nicht komisch. Es ist auch nicht komisch, wenn man sich sowas dauernd anhören darf. Das mag dann irgendwie jeder denken, so, oh, toller Spruch gemacht. Aber wenn man sich 10-mal am Tag so einen blöden Spruch anhören darf, ist das nicht lustig. Es nervt einfach nur. Und es zermürbt einen auch einfach nur. Und deswegen ist es auch nicht erlaubt. Was haben wir gemacht? Der Betriebsrat hat die Möglichkeit, nach § 104 Betriebsverfassungsgesetz vom Arbeitgeber zu verlangen, dass solche Mitarbeiter gekündigt werden. Insbesondere solche, die gegen die Grundsätze aus § 75 Betriebsverfassungsgesetz verstoßen. Also, um hier nochmal meinem Ärger über das Wahlergebnis Luft zu machen.
Liebe Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die ihr eher dem völkischen Rahmen zuzuordnen seid, die ihr eher dazu neigt, totalitäre Systeme toll zu finden. Das lässt sich nicht verhindern. Das ist in eurem Kopf drin, das kriege ich nicht raus. Aber im Betriebsrat habt ihr nichts verloren. Und wenn ihr so denkt und ihr kriegt es nicht getrennt, kein Mensch kann mir erklären, dass man das getrennt kriegt, ganz ehrlich, dann überlegt euch vielleicht mal freiwillig, ob ihr noch im Gremium bleiben wollt oder Platz macht für irgendein Ersatzmitglied, was die Betriebsratsaufgaben eher ernst nimmt und dann auch mit einer ordentlichen Leidenschaft ausfüllt. Weil diese Leute sind richtig im Betriebsrat. In diesem Sinne, bis dahin. Ja, das war's mal wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen und es hat auch ein bisschen Aha-Effekt gehabt. In dem Sinne, dass, Mensch, das habe ich ja immer schon mal wissen wollen, aber noch nie verstanden. Jetzt ist es mir gelungen. Das würde mich doch in der Tat sehr freuen. Über Lob, Kritik, Anregungen freue ich mich natürlich auch. Und ein Daumen hoch wird immer gerne gesehen. Jetzt kommt hier noch so ein bisschen Eigenwerbung für andere Filmchen, wenn man mal weiter gucken will. Und wenn euch der ganze Kanal hier gefällt, dann könnt ihr ihn natürlich auch abonnieren. Da kommt jetzt hier so ein Konterfei hier von mir, da könnt ihr drauf drücken. Und schon ist das Abo erledigt. So, das war's dann, ne? Haben wir fertig, oder? Okay. Komm, Bob, Millionenhaus.